Ein dunkles Hallo wünsche ich zum nächsten Part Mordorschatten bei uns auf Sofa Gaming. Ich befinde mich hier immer noch im Dunkeln, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass mich irgendwer in der Zwischenzeit angreift. Aber das ist nicht. Was geht da ab? Was ist hier los? Okay, da hinten wird scheinbar gerade irgendjemand angegriffen. Oh Gott. Okay, ich hätte da nicht hingehen müssen, es ist sowieso ein Feind, der hier ist. Oh mein Gott. Y und B. Mensch, Schnappschaum! Zum Henker mit diesen Maden! Zuerst bringe ich dich um! Okay. Bei Schleichtötung mit dem Bogen werden 29 Fokus wiederhergestellt. So, okay, das war also doch die Anzeige für eben einen Häuptling. Damit müssten wir, wenn wir gleich da reinschauen, ja, einen Häuptling erstmal wieder weniger haben. Okay, ja, ich muss hier gerade mal so ein bisschen mich konzentrieren. Und sterben einmal. Und du stirbst bitte auch noch. Okay, ja, ich war so ein bisschen verwundert eben erstmal über diese komische Anzeige, die ich da hatte, was mir das genau sagen sollte, aber das war also einfach nur die Anzeige für einen Häuptling. Also gucken wir mal kurz, da wollte ich, Entschuldigung. Genau, momentan haben wir auf jeden Fall zwei tote Häuptlinge. Den ersten, den haben wir gestern gemacht. Und den haben wir jetzt eben gerade gemacht. Ja, genau, das hier ist die Spinne. Und dann würde ich sagen, bevor ich mich jetzt hier wieder mit irgendwas ewig lange aufhalte, gehen wir uns mal eben hier hin. Oder setzen zumindest mal den Wegpunkt. 1700 Fuß haben wir bis dahin. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie halbwegs unbeschadet und zügig hinkomme. Oh Gott, den will ich nicht anlocken. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich will gerade die Pflanze mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Ich möchte den Vorposten von Odo nie wiedersehen. Ich auch nicht. Wir laufen einfach mal hier lang. Geht da hinten ab? Das sind geschickt. Ein oder zwei Tage sind einfach nicht genug, um sie ausführlich zu foltern. Okay, kann hier irgendeine Jagdherausforderung machen, aber nee, ich möchte tatsächlich gerade einfach mal die Hauptgeschichte vorantreiben und gehe dafür jetzt wirklich mal in die Richtung, ohne mich links und rechts ablenken zu lassen, weil sonst kommen wir hier irgendwie, glaube ich, könnte hier irgendwie Stunden mich nur damit beschäftigen, irgendwelche Nebenaufträge zu machen. Das hier ist, glaube ich, auch einfach so ein Nebenauftrag. Ja. Oder ist das ein Turm? Nee, ich möchte hier rein. Danke. Jetzt hoch. Und dann ihn töten. So, eigentlich soll hier was sein. Wahrscheinlich noch weiter oben drauf. Kann das sein? Oh, ich wollte eigentlich nach oben. Ja. Man lässt sich einfach viel zu leicht hier ablenken. Das ist ganz schlimm. Verdammt! Ich dachte, ich hätte diesen kleinen Wicht geschnappt, der hier umher schleicht. So, worum geht's denn hier? Okay, komm. Nehmen wir den Auftrag eben an. Die Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor ihren Peinigern. Okay.
Machen wir das doch eben. Rette die Sklaven. Zusätzliches Ziel. Eliminiere 5 Uruks durch Schleichtötung. Alles klar. Nee, hochziehen. Ich kann. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier runterspringen kann. Ja, kann ich. So. Schauen wir mal, was uns hier genau erwartet. Schleicht da jemand umher? Nein. Fällt es dir immer noch schwer? Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Okay. Nein, nein, oh Gott, oh Gott. Hey, der Waldläufer! Waldläufer, bitte, komm schnell! Das ist ein wenig sehr leicht, hier vor den Gegnern zu flüchten, muss ich gestehen. Danke. Oh shit. So, das hab ich jetzt endlich mit YB mal hingehauen hier. So. Dann schaue ich doch jetzt mal, ob ich wieder ein wenig ruhiger werden kann. Wenn der Hauptmann mich nicht bemerkt, werde ich es nie zu etwas bringen. Dann hör auf zu jammern und tu etwas dagegen. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Nee, und dann bin ich dagegen. Schleicht da jemand umher? Nein, hier schleicht keiner. Alles gut. Okay, ja. Ich bekomme irgendwie nicht immer den Hinweis, dass ich die Attacke machen kann. Aber wenn wir uns daran erinnern, es stand am Anfang mal da. Die Klinge leuchtet dann. Muss ich nur darauf achten, dann kann ich auf jeden Fall die Attacke ausführen. Aua! Und runter mit dir. So, ich brauche aber immer noch einen durch eine Schleichtötung. Muss ich gleich mal aufpassen, dass ich mindestens einen noch schaffe, um eben die Bonusbelohnung mitzunehmen. Vielen Dank, Waldläufer! Gern geschehen. Jetzt habe ich keinen Gegner mehr. Ich glaube, ich habe alle angelockt. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, echt alle angelockt. Ich habe alle Scheibenkleister, ich habe echt alle Gegner getötet. Hilf uns, bitte! Ja, dann schaffe ich es leider nicht mit der Bonus. Mit dem zusätzlichen Ziel. Ja, ärgerlich. Ich kann meine Füße kaum spüren. So, Einführung ausgestoßener Rettungsaufträge. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen, das Symbol, ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Hauptmänner bringen oder sich gegen ihre Peiniger wehren. Ihre Peiniger wenden. Doch okay, ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Gern geschehen.
So, dann gucken wir nochmal kurz. Jetzt habe ich ja schon wieder eine Fähigkeit dazu bekommen. Achso, ja, ich kann mir wieder was kaufen, aber... Ja komm, dann skill ich das jetzt auch noch, dann habe ich die gesamte erste Reihe fertig. Ich wette, ich habe mich schon komplett verskillt und hätte eigentlich ganz andere Sachen machen sollen. Also ich bekomme am Ende gar nicht so viele Skillpunkte, wie ich hier überhaupt benutzen kann. Ich kann hier aber mittlerweile... Ich nehme einfach mir hier ein bisschen Gesundheit mit. Ja. Ja. So, einfach mal eben ein bisschen mehr Leben dazu. Und aus irgendeinem Grund habe ich kein Ziel mehr gerade. Warum habe ich kein Ziel mehr? Ich habe doch ein Ziel. Ach. Ich hatte, glaube ich, den Wegpunkt zwischendurch noch mal kurz umgesetzt. Der Grabwandler muss einen stärkeren Zauber beschwören, wenn er mich mit einem seiner Geisterangriffe verbrennen will. Ist das so? Ja, gut. Wenn du das sagst. Ist das eigentlich so ein großer Turm? Nee, das ist kein großer Turm. Sklaven. Ich lasse ihn mal nicht ausreden. Tab war gerade mal einen halben Tag lang Hauptmann, bevor es ihn erwischt hat. Ach ja, ich habe ja das gilt, dass ich dass ich schneller vorankomme nach so einem Sprung hier. Das ist schon ganz praktisch, muss ich sagen. Ja, ich weiß, ich lasse da gerade ganz viel aus, aber ich möchte eigentlich auf jeden Fall heute nochmal in die Hauptstory reingucken. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Sag bloß, du hast Angst. Ein guter Hauptmann kennt keine Furcht. Nur so hältst du das Gesindel in Schach. In Dorthang habe ich einem Hauptmann gesagt, dass ich niemals in die Flucht schlagen ließ. Nein, wir machen erst die Aufgabe. Siehst du nicht, dass ich gefesselt bin? Der Geist von Mordor. Saurons Uruk müssen berauchen, Nanos die niederen Orks. Okay, das kennen wir schon. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Befreist, wird Red Pack dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein, 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 nein. War nur Spaß. Oh. Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann der Plan gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. So. Ich soll zu Gorod. Ich soll Gorod auswählen. Das scheint der hier zu sein. Den kenne ich noch gar nicht. Gorod Kargorzemer. Status sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Ziel befindet sich hier. Hauptauftrag. Das hätten sie irgendwie schöner. Befindet sich hier Hauptauftrag. Sie befindet sich nicht im Hauptauftrag. Die befindet sich schon irgendwo anders auf der Karte. Ja, okay. Was ist das? Achso. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Kann durch Todesstöße vom Rücken berittener Bestien sofort... Das ist ja mal interessant. Eigentlich ist er Herrscher über Bestien, aber kann, wenn ich selbst so eine Bestie reite, davon direkt getötet werden. Ja, warum nicht? Und er gerät beim Anblick von Karagor in Panik. Hat eine
Gorod hat eine Schwäche, die du ausnutzen kannst. Seine Furcht vor Karagor lässt ihn zu einem panischen Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Karagor konfrontieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichtes Ziel werden. Stärken immun gegen Fernkampf? Okay, das, ja gut, habe ich sowieso kaum benutzt bis jetzt. Heftige Nahkampfangriffe mit hohem Schaden kann nicht gekontert werden. Und Gruppenanführer ist von einem Gefolge umgeben. Okay. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich am besten das Beritten machen. Denk daran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen sammelst. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Okay, ich arbeite jetzt also mit einem Ork zusammen. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Gorod das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Blickt in den... Oh. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Neuer Feind, Schildträger. Schildträger wehren Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Drücke in der Nähe des Feindes. Oh Gott, ich komme die ganze Zeit gegen mein Mikro. Des Feindes A, um über ihn zu springen. Haben wir schon mal gemacht. Waldläufer, nicht mich. Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks. Gott. Nicht mich. Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter. Dadurch, dass ich gerade in ihn reingeschmissen worden bin. Alter, wir kommen gerade ganz schön aufs Maul. Trefft seine Beine! Nein. Jetzt hat er 50% Schaden. Wie ich es nicht mitbekommen habe, dass da noch einer war. Shit. Alter, ist das ein Witz? Ich habe einen zarten Bauch und auch eine weiche Schale. Scheiße. Warum gehen die immer auf ihn los? Können die nicht einfach mich angreifen? Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorod vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorod will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorod büßen. Dieser Drecksack wird büßen.
Gorod hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorod ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hab mir schon einen Preis ausgesucht. So. Vielleicht schlägst du dich besser als beim letzten Mal. Beim wenn nächsten du dieses Mal werde ich nicht wirklich so haben willst. Sein. Euren Lohn könnt ihr vergessen. Ich bin stärker als ihr beiden Maden zusammen. Das spielt keine Rolle. Der Hauptmann sagt, wir kriegen nur Grog, wenn wir den Grabwandler töten. Ah, da hinten ist er. Ich könnte Gorod erschießen. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Oh. Steuerung lässt grüßen. Super. Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Sein Wetzstein steht schon den halben Tag lang still. Er sagte mir, wann immer sein Schmiedefeuer auszukühlen drohe, würde er einen Sklavenmeister als Brennstoff hineinwerfen. Das würde ich zu gerne sehen. Das würde dem Rest sicher freuen. Gott, irgendwas hätte mich fast gesehen. Ich glaube, hier hinten ist ein Kraut irgendwo. Ja. Geht da denn ab? Erdenbrot? Achso, okay. Einfach nur was zu essen. Ja. Also, der Kerscher ist mir so ein bisschen suspekt, muss ich sagen, der komische Häuptling hier. Allerdings finde ich es immer noch komisch, dass ich jetzt für den Ork hier arbeite. Okay, ich bin mitten im Auftrag. Ich mach dann trotzdem mal eben den Turm hier. Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Okay. So, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst, hier jetzt einfach runterzuspringen. Oder? Erkenne ich Karagor daran, indem sie vor mir davonlaufen. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Ich hätte Angst vor Karagor, werde ich an einem verfüttern. So. Vielleicht habe ich nur schlechten Grog getrunken. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Shit. Der Mörder ist schon lange weg. Zwecklos weiterzusehen. Du bist mein. Könntest du jetzt endlich mal sterben? Oh shit, jetzt läuft er in die weiteren Reihen. Habt ihr das gehört? Pass doch auf! Oder du bist sein letzter Sieger, setze dich nicht! Da jemand umher?
Komm schon, ich möchte ihn einfach mal ausfragen hier. So, er kann mir doch jetzt noch mehr. Ja, über sich selbst muss er mir nichts erzählen. Oh, guck mal hier. War hier nicht auch eigentlich einer schon weg? Hier sammeln wir mal Informationen über einen der hinteren. Krosch Schreckensblick. Status wünscht sich, er würde im Blut seiner Feinde baden. Alles klar. Nee, ich wollte den nicht erziehen, Magier. Shit. Kampfbericht. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ergebnisse nachverfolgen und die Verschiebung des Machtgleichgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Drücke rechts, um den Kampfbericht anzuzeigen. Okay. Zieh dich ab, Schaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorot. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schandmaul! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann. Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. So, der Geist von Mordor Erfolg. Also der Geist von Mordor und wir haben es geschafft. Auftrag abgeschlossen. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Ja, wir sind am Ende angekommen für heute. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir heute so erlebt haben. Irgendwie sind die da unten ganz schön abgebrannt. Ja, wir scheinen jetzt mit Orks zusammenzuarbeiten, oder was heißt zusammenzuarbeiten. Wir haben dem kleinen, komischen, mickrigen Ork geholfen, irgendwie aufzusteigen. Und es nervt mich, dass die reden. Und ja, dadurch können wir jetzt so ein bisschen an Informationen kommen. Das heißt, wir unterwandern das ganze System so ein bisschen. Und ja, mal gucken, inwieweit wir das zu unserem Vorteil alles nutzen können. Bin auf jeden Fall gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich will einmal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich beenden, auf die Map nochmal gehen. Ja, wir haben hier ohne Ende neue Aufträge. Festmahl greife Felgrad der Gefräßige auf seinem Festmahl an, um Saurons Armee zu schwächen. Okay, das hier sind scheinbar jetzt die ganzen, Hier kann ich entweder rekrutieren oder halt töten. Also ich habe jetzt jede Menge Aufgaben hier bekommen. Das Rote sind ja immer die Anführer, mit denen ich irgendwas machen kann. Hier haben wir zweimal scheinbar eine neue Story-Quest. Und ja, auf jeden Fall wird uns in nächster Zeit nicht der Stoff ausgehen, was wir hier alles machen müssen. Ich würde sagen, damit belassen wir es jetzt endgültig für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Was wir dann machen, überlege ich mir mal bis dahin. Und tschüss.